Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Gold 10.000 Dollar und Silber 370 Dollar. Langfristiger Ausblick. Disclaimer. Top-Chart-Analyst Grady. Der Twitter-Link ist in der Beschreibung, gibt uns einen langen Ausblick für Gold und Silber für die kommenden 5 bis 11 Jahre. Gold steigt laut ihm auf 10.000 Dollar, Silber auf unglaubliche 370 Dollar. Unsere Exit-Strategie ist auf den Umstand ausgelegt, nach der Goldaktienrallye diese Gewinne in Gold und Silber umzuschichten, die sich dann vermutlich in einer Preisregion von 1.900 bis 2.400 Dollar Gold und 30 bis 50 Dollar Silber befinden. Da Silber ein weit höheres Potenzial hat, gleichzeitig aber auch als Vermögensschutz dient und es auch kein Gold ist, sollte der Silberanteil übergewichtet werden. Hier auch nochmal eine Aussage von Dr. Schulz, der, glaube ich, Anfang dieses Jahres verstorben ist, langjähriger Newsletter-Schreiber. Der Standardschutz gegen das Desaster in der Geschichte ist immer nur Gold gewesen. Gold in jeder Form. Die ihr Land ihnen erlaubt, als Barren, Münzen oder Aktien. Ja, hier nochmal der Chart, wie es jetzt hier mit Gold und Silber weiterlaufen lassen müsste. Ich persönlich bin durch etwas skeptisch. Ich glaube nicht, dass ich das so über einen so langen Zeitraum hinziehen kann. Aber gut, wir müssen uns an die Chartisten halten. Wir haben nicht großartig eine andere Wahl. Was mir doch jedenfalls sehr, sehr realistisch als nächstes erscheint, ist eben dieser Anstieg von Gold Richtung 2.400 und Silber um die 50. Und allein das macht ja eben diese Gold- und Silberaktien, Rallye möglich. Angehender Goldproduzent Mexiko, Alaska, hohes Risiko. Also sie haben zum einen die Goldlagerstätte Ana Paula in Mexiko mit 1,4 Millionen Unzen, 2,16 Gramm pro Tonne. Die Genehmigung für den Tagebaubetrieb liegt vor. Aber die früheren Betreiber, so schreiben sie auf ihrer Webseite, haben mehr als 75 Millionen Dollar in das Projekt investiert. Und jetzt hat das ganze Unternehmen 24 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Die anvisierte Produktion liegt bei 70.000 Unzen pro Gold. Zusätzlich haben sie noch eine Option auf die Goldlagerstelle San Antonio in Mexiko, 1,7 Gramm pro Tonne Gold, allerdings Low Grade mit 0,83 Gramm pro Tonne. Und dann noch in Alaska ein Wachstumsprojekt mit 4 Millionen Unzen, das aber allerdings sehr, sehr hochgradiges Gold. Ja, wenn man das sozusagen in den Potenzialfaktor oder versucht, den Potenzialfaktor zu rechnen. Ich habe jetzt dann hier mal einfach Grad des Goldes 1 gemacht, weil ich diese Anzahl der Unzen aus San Antonio nicht mit einrechne. Aber wenn das kommen sollte, könnte der Faktor noch viel, viel höher werden. Ja, Mexiko und Alaska, also eigentlich eher ein bisschen höher sozusagen. Nichtsdestoweniger bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 24 Millionen Dollar kommt man auf einen theoretischen Potenzialfaktor von 56. Wie gesagt, für die, die es noch nicht wissen, Potenzialfaktor ist der Versuch einer Abschätzung, wie hoch steigen die Gold- und Silberaktien bei wirklichen Mania, bei wirklich der maximalen Euphorie für Goldaktien. Ob das so realistisch so kommt, weiß man nicht. Chart jedenfalls sieht nicht schlecht aus, hat seinen Boden erreicht. Sie sehen, es zieht bei den jeweiligen Goldaktienrallye auch immer gleich schön mit. Hier haben Sie die 2016er Rallye, die ging ja vom Januar bis August und dann hier auch nochmal vom Corona-Tief bis sozusagen Ende 2020, März 2021 nochmal genau derselbe Anstieg. Also das ist absolut interessant. Jurisdiction ist ganz gut, weil eben auch Alaska dabei. Mexiko ist ja noch ganz okay zurzeit, kann sich natürlich verschlechtern, selbstverständlich. Wie immer keine Kaufempfehlung, aber ich finde, das ist eine ganz interessante Aktie, die man sich mal ansehen sollte. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2.000 Dollar auf 8.500 Dollar. Und das ist eben so. Die Charttechnik ist ähnlich mit den 1970er Jahren.
Dort ist damals auch Gold bis auf $200 gestiegen, 1978, hat dann nochmal korrigiert, um natürlich so wenig wie möglich Teilnehmer und Investoren dabei zu haben. Und danach ist es exponentiell hochgegangen. So ein Szenario kann passieren, glaube ich, es passiert vermutlich nicht. Man wird vermutlich mit den ganzen Mitteln, die man hat, bei 2.500, 3.000 nochmal eingreifen, um da nicht diesen Exzess zuzulassen. Aber man weiß es nicht, vielleicht können sie es auch nicht mehr halten. Der Druck ist ungeheuer auf die Preise, weil die Nachfrage einfach exponentiell sozusagen steigt, insbesondere für Silber aktuell. Ja, was liegt vor uns? Es liegt der Anstieg hier, also moderater Anstieg von Gold und Silber auf 2.400, Silber 50 liegt vor. Und das ist kein starker Anstieg, aber das reicht absolut dazu aus, dass diese Goldaktien exorbitant steigen können, wie hier in diesem Beispiel. In der 2020er Rallye ging es für diesen Kupfer-Gold-Silber-Projektgenerator aus Kalifornien von 2 Cent auf 36 Cent hoch. Und das Ähnliches und hoffentlich in der höheren Magnitude erwarten wir eigentlich jetzt. Ja, die Unterbewertung ist immer noch kolossal. Rechtes Gold-Aktien-Gold-Ratio. Das ist also seit 1986 sind Goldaktien gegenüber Gold im Bärenmarkt. Hat eigentlich erst jetzt einen Boden gefunden. Und meiner Meinung nach wird die Basis gelegt für diesen Mega-Anstieg, auf den wir spekulieren. Das gleiche ist das Verhältnis Junior-Goldaktien-Senior-Aktien. Also die Junior-Aktien, das Gap, das aktuell hier herrscht, kann auch ganz, ganz schnell geschlossen werden, wie uns das Jahr 2002 beweist. Und daher kann man eigentlich ableiten, dass einfach zwei Gründe gibt für Gold- und Silberaktien, gerade Top-Penny-Goldaktien, Junior-Aktien. Ja, wie hätte man 1970 ideal investiert? Im Grunde genommen hätte man die Goldaktien-Rallye einfach versuchen müssen zu profitieren. Man hätte sich natürlich nicht rausschmeißen lassen dürfen an den Tiefs, immer weiter Goldaktien kaufen, ganz ähnlich wie wir das heute ehrlich gesagt propagieren. Und dann kommt dieses Ereignis und Sie sehen, wie unheimlich schnell sowas gehen kann. Also man muss eben davor dabei sein. Das ist einfach so. Man muss die Aktien beobachten, man muss, sage ich mal, gute vielleicht nachkaufen und insgesamt und dann natürlich am Höhepunkt 1980 wäre es ideal gewesen. Dann zum Beispiel einen Top-Standard-Aktien, Stop-Aktienfonds wie Berkshire Hathaway zu machen. Das ist dann sozusagen der andere Investmentzyklus beginnt dann. Also wenn die Euphorie für Gold und Silber und Goldaktien am höchsten ist, dann sind Top-Investment-Werte, klassische Investmentwerte eigentlich der Kauf der Stunde. Macht nur keiner, weil alle werden natürlich von den hohen Preisen angezogen. Also sie müssen da gegensätzlich handeln. Und jedenfalls hätten $50 1977 investiert in Goldaktien, die sich verhundertfacht hätten und dann Berkshire Hathaway 1999 bis 1999 $1 Million gegeben. Wie gesagt, ist nur ein Blick zurück als Anregung sozusagen. Ereignis 2, Ereignis 3, je höher die Goldaktien werden, desto gefährlicher wird das. Desto gefährlicher wird es in den minenproduzierenden Ländern und ganz selbstverständlich auch mit der einheimischen Bankindustrie. Also man kann das als Krisenindikator bezeichnen. Deswegen sollten wir relativ frühzeitig versuchen, diese Gewinne dementsprechend mehr Sachwerte wie Gold, Silber und andere Sachwerte davon zu kaufen, um nicht in diese Fallen zu laufen, die potenziell da sind. Ja, Fazit, man muss einfach im Grunde genommen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Wir müssen jetzt versuchen werden, an der Inflation maximal zu produzieren, hoffentlich mit Goldaktien und mehr Gold und Silber etc. Die Maximalwert abpassen und dann reinvestieren und dann an der wirtschaftlichen Erholung neues, Sie kennen das ja, Kontraktivzyklus, neue technologische Innovation und so weiter. Und wenn dann ein schuldenfreies Wachstum kommt, dann hat auch keiner mehr Interesse an Gold. Also das müssen wir quasi multiplizieren. Und dann kommt man eben dazu, wenn man jetzt $200 in Aktien, Goldaktien investiert, wird man die vielleicht im Schnitt ver-25-fachen, vervierfachen mit dem physischen Gold und Silber. Und das Reinvestieren bringt im Schnitt auf Zyklussicht eine Ver-50-fachung. Ja, und das ist dann auch 1 Million Kaufkraft. Und das Schöne ist, man kann eben sehr, sehr viele von diesen, ich nenne das Ereignisketten, aufsetzen. Einige dürfen vielleicht davon funktionieren. Und so kann man vielleicht langfristig Vermögen schaffen in durchaus schwierigen Zeiten. Ja, 1000-Becker-Reporte versuchen diese Aktien zu identifizieren, berechnen, wie gesagt, Potenzialfaktor. Exit-Strategie ist auch bei. Mehr Informationen finden Sie bei uns im YouTube-Anhang.
Einlagen von Gold und Silber Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Keine Mindestinvestitionssumme, eine Überweisung, Bonus- und Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen halt so weiter gefallen hat, beziehungsweise auch ein Like geben. Das wird dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Aber vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.